Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stalker. Es ist scheiße früh morgens und ich habe mir gedacht, ich nehme mal wieder was auf, weil ich Bock habe. So, und es leckt auch gerade nicht, keine Ahnung warum, aber wir freuen uns einfach mal, weil ich es letztes Mal probiert habe aufzunehmen, da war wieder genau das gleiche und ich sollte mir diesmal die Uhr stellen, diese Stoppuhr nämlich. So, oh. Na, so war gleich, ist leider die Munition von unserer geilen Knarre weg und dann muss ich andere publike Waffen nehmen. Naja, mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Und verrückt doch mal. Da ist nur eine AK-Ball. Na verdammt, sind zwei verschiedene Munitionsarten. Ach deswegen. Ja, dann habe ich halt nur einen Schuss. Ich hab einen getroffen. Hm, ja, dann halt nicht. Dann mal wieder das berühmte Bäumchen wechsel ich. Du kriegst zwei Knarren von dir und ich krieg eine von dir. Mit Munition natürlich. Und dann... Pow! So, Nummer 1 hat's erwischt. Ich strahle schon wieder wie so ein Honigkuchenpferd. So. Alter, dieses Gelb geht mir so auf den Sack. Ich habe das jetzt extra ein bisschen, die Helligkeit ein bisschen nach unten gestellt. Muss mir das mal nachher auf angucken in der Aufnahme, wie schlimm das da aussieht. Aber ich glaube vielversprechend. Hier kannst du eine Knarre zurückhaben. Und ich werde meine AK nehmen, die sowieso so viel Schuss hat. Ja, fast 1000 Schuss. Kann man noch einen kleinen Krieg mit starten. Also einen 5-Minuten Krieg. Medikits. Ich glaube, ich nehme mir die Granate mal mit. Ja, 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 jetzt macht man nicht hier so eine Action. So. Erster Tag der Ferien sind angebrochen und was macht man gleich morgens? Zocken. Erstmal ein bisschen aufnehmen. Ich muss ja sowieso morgen erst arbeiten. Oh yeah. So, den Eingang zum Steuerbunker finden. Eindruck, das weiß ich noch. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Sniper ist. Hat hier auf mich geschossen. Bist du da hinten? Alter, ich sehe ihn nicht. Bin schon wieder El Blindo in Person, aber... ist ja jetzt auch nicht so wild, weil wir da sowieso nicht lang. Pow! Boah, aber da. Hallo? Ach da. Nichts da, Kleiner. So, könnte sein, dass ich mich noch ein bisschen verschlafen anhöre oder ähnliches, weil ich noch ein bisschen fertig bin. Hab jetzt irgendwie nicht so lange geschlafen. Aber der Jahr ist ja in letzter Zeit irgendwie nicht so gewesen. Uni, Stress und Co. Aber ich würde sagen, wir haben den Bunkereingang gefunden. Sterben? Sterben? Hallo? Wow! Alter! Ah, Heike hier. Heike jetzt hier... fast mein Leben gelassen, bloß weil der hier direkt vor meiner Flinte aufgetaucht ist. Oh, hier dürfte noch irgendwo ein Typ sein. Nicht, dass der jetzt hier gleich um die Ecke lugt und mir in mein Köpfchen schießt. Nein, warum klemmt diese scheiß Knarre? Oh, Schwein gehabt. Scheiß
Oh. Das hätte jetzt nun wirklich nicht sein müssen hier, dieser... Oh, diese Aufregung. Diese Aufregung am Morgen. Ich hab doch noch nicht mal meinen Kaffee getrunken. Ah. So. So, nicht mehr ganz so gelb wie vorher. Haben wir denn was Schönes in den Kisten? Ah, eine Granate. Ich habe ja gerade eine Granate gesehen. Da, siehst du, ich habe ihn nicht gesehen. Und was ist hier los? Luke zum Durchluken. Durchgucken. Granate, die mir schick. Viel wichtiger als das komische Artefakt. Weil das wieder nur ein beschissenes war. So. Dann gucken wir uns hier mal so um. Was wir hier so haben in diesem komischen Steuerbunker. Eine müssen wir nicht so weit laufen. Aber glücklicherweise sind auch nicht diese hässlichen Türen offen. Hätte ich jetzt da gar keinen Bock, dass die offen sind. Aber hier sind stehen Fässer. Ich habe irgendwas gehört. Da glaube ich, sollte man besser nicht reinspringen. Der Kollege sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus. Und da sollte man besser auch nicht reinfallen. Naja, dann gehen wir mal lieber hier lang. Alarmleuchte. Hm. Sieht alles sehr einladend aus. Wir haben keine Kontakte hier. Aber... Es hört sich ganz so an, als ob hier so ein unsichtbares Vieh ist. Boah, die Strahlung rastet auch gut aus. So, nichts drin. Doch. Na, ja, mit Sicherheit ist hier so ein unsichtbares Vieh. Kann man sich ja schon an zwei Fingern abzählen. Na, wo bist du denn, Kleiner? Hm? Boah, danke. Ich hoffe... Du warst der einzige deiner Art hier unten, weil ihr mir nicht geheuer seid, genau wie diese hässlichen Schnorks. Oh, 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 oh. Muss ich nicht hier hin? Hier ist doch genau diese Anzeige. So. Ja, sieht nicht so aus. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Und gucken, was hier noch so laut ist. Hier ist nichts. Oh, doch, hier ist was. Medikits haben wir ja so wenig von. Und hier hinter ist es so laut. Na? Aber weiterhin keine Kontakte. Das ist doch alles sehr, sehr gut. Eine Treppe nach unten, die wir uns gleich mal angucken werden. Und... oh Gott. Ist das... Achso, das ist der Raum, wo ich vorhin durchgeguckt habe. Ah, so, na dann. Noch ein paar Kisten, die wir beluken können. So, na dann werden wir uns mal nach unten begeben. Was da jetzt so laut ist hier. Beziehungsweise diesen komischen Sicherheitsschalter hier ausschalten. Hirnschmelz Version 2.0. Und auf einmal ist es ruhig. Fragezeichen. Ja. Na. Gehen wir mal kurz ein Schrittchen zurück. Und speichern. Falls ich mich kenne, kann ich jetzt bestimmt verrecken.
Hallo? Oh! Alter, mir erschrocken, Alter. Das kratzt hier noch nicht, wenn man mal da so 30 oder 20 Schuss direkt in sein Gesicht ablädt. Scheiße, hier ist noch einer. Na? Wo bist du denn? Nicht, dass du mich überrascht und mich demnächst killst, weil das wäre ziemlich uncool. Sollen wir mal kurz ein bisschen ruhiger sein? Und gucken, wo sich der Kleine versteckt. Ich glaube, der ist ganz in der Nähe. Ich glaube, der ist da hinter der Ecke. Ich habe keine Granate dabei. Doch. Oh, fuck. Das war jetzt ideal geworfen. Wo bist du? Hallo? War ich vielleicht doch erwischt? Nee. Da ich so ein kleiner Schisser bin, werde ich genau jetzt normal speichern. Hallo? Ein Glück, der lädt so schön schnell nach, unser kleiner Strelok hier. Oh. So. Wollte ich jetzt gerade sagen, kann ich jetzt aufatmen und nicht mehr ganz so verspannt sein. Aber ich glaube, das war doch noch nicht hier. Die wollten mich doch fertig machen. So, aber sieht ja immer einladender aus hier, diese Gegend. Oh, noch eine Kiste. Oh. So. Wir kommen unserem Ziel immer näher und näher. Ich hoffe, wir kommen da in dieser Folge noch an. Oh, ist ja wieder so total verwinkelt hier. Shit, gehen wir oben lang? Oder unten? Gucken wir mal erstmal oben nach, was wir hier so haben. Wenn wir was haben überhaupt. Vielleicht ist hier ja auch gar nichts. Oder man kommt andere Seite wieder runter. Nee, ist gar nichts. Da kommen hier auch ab. Dann tun wir das dem Ding gleich, würde ich sagen. Und springen hinterher. So. Einladend hoch 95. Total verwinkelt. Oh. Hier die Steuerung. Hallo? Dem Kollegen jetzt ganz und gar nicht frisch. Und Suppe hoch 95. Ich glaube, da sollte man jetzt nicht gerade reinfallen. Ja, sieht doch ein bisschen heiß aus. Ach verdammt, ich hätte gleich oben bleiben können. So. Dann werden wir die Steuerung mal abschalten. Und gucken, was dann die Monolithen ohne das machen hier. Gut, dann sagen, dann sind die alle am Arsch. Und dein Bein ist nicht mehr da. Oder deine Hand ist nicht da, wo sie sein sollte. Hast du zwei? Warum ist das dein Fuß? Ah, ich stelle lieber keine Fragen. Ich hau lieber rein. Ja, jetzt lege ich mich wieder schlafen. Ich suche mal eine vorteilhaftere Position als da. Na egal. Egal.
ist, was du suchst, Stalker. Ja. Okay. Also das, was wir gerade eben gesehen haben, war wahrscheinlich der Wunschgönner. Gönner natürlich. Und warum sind hier auf einmal 20 Kontakte? Das freut mich ja überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, das geht jetzt gleich richtig zur Sache. 17, ja, aber wir kommen denen ja auch entgegen. So. Ja. Bleib mal ganz cool. Kriegst du alleine Kugel ab. So, Nummer 1. Na, wo seid ihr? Ihr Schweine. Warum wollt ihr mich denn killen? Weil ich in eure komische Festung eingebrochen bin und euer komisches Gerät kaputt gemacht habe? Ja. Danke. Ich kann mich immer auf euch verlassen. Boah. Blick auch minimal zusammengezuckt hier. Boah, die sind ja schon hier drin. Naja, jetzt geht's ja ab hier. Kannst du mal stehen bleiben? Soll ich dich sonst killen? Hallo? Wo bist du denn jetzt hin? Ich würde sagen, wir gehen mal direkten Fußes wieder zurück. Nicht, dass wir noch gekillt werden. So wie gerade eben schon. Na, jetzt wissen wir, dass hier einer ist. Mappalap. Schießen wir ihm einfach mal ins Gesicht. Dann macht er nicht mehr an zu viel. So. Ich hätte gerne mal wieder Munition für die andere Knarre. Nicht für die M4 bzw. die G36, sondern eher für die die hier. Thunder S14. Wow! Ja. Ist der oben gerade gegengeflogen? Ja. Das ist ja wieder typisch mein Glück. Schieß ich halt ins Bein, wenn ich den Kopf nicht sehe. Bam! Headshot! Ich würde sagen, guckt da schlecht aus der Wäsche. Aber man soll sich ja nicht zu früh freuen, weil die Schweine hier bestimmt noch überall lauern. Und wie ich mein Glück kenne, überraschen die mich irgendwann mal, wenn ich hier einen ausräubere. Und dann bin ich tot. Ich würde sagen, ich speichere einfach mal. Ich glaube, es ist sowieso Ende der Folge, oder? Nee. Die 2 Minuten haben wir jetzt noch. Na? Könnt euch ruhig zeigen. Wow. Meinet doch nicht so wörtlich. Na? Ihr schießt hier auf irgendwas durch die Wände, probiert das zumindest, aber irgendwie wird es nicht mit euch. Aber irgendwie. Ja. Was ist denn los? Hier ist schon mal nichts. So, verreckt dran. Na, bist du natürlich nicht. Hallo! Macht aber auch einen Stress, der Kleine. Noch einer hier? Oh. Aber der hat die Knarre. Der hat genau die Knarre, von der ich die Munition haben will. Von der Thunder S14. Zumindest hat sich die genauso angehört. Wo ist deine Knarre hin? Hast du die jetzt da reingeworfen? Seid ihr vor mir oder seid ihr hinter mir? Irgendwie brauche ich dem ganzen Frieden hier nicht.
Und jetzt werden es schon wieder mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Na? Zeig mal dein Köpfchen. Boah. So, ich würde mal sagen, ich beende diesen Part hier, genau hier. Und wir sehen uns beim nächsten Part, wenn es wieder heißt. Ich und die da mit viel Action. Haut da rein, bis dann, tschüss.